Ja, ich denke mal, so sieht es bei dem einen oder anderen auch aus. Die Originalverpackungen für die Waggons und Lokomotiven, die hat man in der Regel noch, aber bei so Gebrauchsmaterial, gerade Schienen, gebogene Schienen, 3600, 5100, 5106, hier so ein Karton habe ich hier noch, da sind ja schon die Laschen weg. Das ist hier von 0362, hat auch schon sehr gelitten. Selber machen kann man für so Einzelstücke ganz gut aus einer einfachen Pappe, habe ich ja schon mal gezeigt hier für das Signal. Aber wenn du mehrere Kisten und das hier auf dem Tisch ist ja nicht alles von gebogen und geraden hast und da brauchst du von jeder Kistensorte 10, 15 Stück und du willst mit dem Cutter schneiden, dann ist das schon etwas mühselig. Vor allen Dingen, du kriegst auch nicht die richtigen Pappen. Und deshalb habe ich eine Bekannte in Köln angerufen, die kannte ich schon aus meiner Schulzeit. Die Firma heißt Werbewerkstatt, die machen eigentlich so professionelle Werbemittel, LKW, Folie, also Folien, um ganze LKWs zu bekleben. Also die sind nicht so ausgerichtet für, ich brauche einen Karton für die Eisenbahn. Nichtsdestotrotz, die haben einen Laser und ich habe mit denen telefoniert und gesagt, ich gebe euch mal die Maße, weil hier zum Beispiel eine Weiche, das ist hier 1935 mit original ummantelt, stoffummantelten Kabel, Originalstecker. Das kannst du ja nicht in so eine Kiste werfen. Also ich habe manchmal schon sowas per Post gekriegt. Da schüttelte der Briefträger und sagt, Felde, das ist aber heute schwer. Ja, und ich habe gedacht, da sind die Weichen von 1935 drin. Da wird doch der Verkäufer die einzeln verpackt haben. Oh, ja. Nee, aber die sollen jetzt auf jeden Fall in Zukunft eine bessere Verpackung bekommen, damit die nicht geschreddert werden oder einfach kaputt gehen, was wäre eigentlich zu schade. Das ist ja schon, ich sag mal, in ein paar Jahren sind das ja schon Antiquitäten und da kann man ja schon mal ein bisschen was investieren, indem man eine schöne Pappe macht. Also, ich habe die Maße für die geraden gebogenen Weichen der Firma geschickt und die haben dann richtig manufakturmäßig mir eine schöne Pappe besorgt, die gelasert und die kommen dann per Post. Ich zeige das mal gerade. Ja, wunderbar. Hier sieht man, wie der Karton für die normalen geraden Schienen zusammengebaut wird. Die Pappe wird ja nicht gefalzt, sondern der Laser halbiert an der Knickkante die Stärke der Pappe, indem das Material verbrannt wird. Das riecht für eine kurze Zeit so ein bisschen wie abgebrannter China-Böller. Ein bisschen Kleber auf die Kante hier und in ein paar Sekunden ist der Karton schon zusammengebaut. Bei dem Karton für die Weichen ist man etwas länger beschäftigt, weil die Faltung sehr trickreich ist. Aber der Karton ist dann auch echt stabil. Eigentlich benötigt man den Kleber nur hier für die Längsseite. Aber es baut sich echt leichter zusammen, wenn man überall ein bisschen Kleber drauf macht. Und danach sieht das alles so aus. So, das ist nachher. Die Größe der Gleise erkenne ich an der Größe des Kartons. Aber ob das jetzt 0,0, halb 0 durchgehender Mittelleiter oder Punktkontaktgleise ist, mit diesem farbigen Aufkleber besorgt. Das ist 0,0, das ist halb 0 durchgehender Mittelleiter, das sind Punktkontaktgleise. So, das ist der Bogen hier. Sieht man das? Ja. So, da werden zwei von diesen Pappen ausgeschnitten. Das sind die, die hier in den Laser rein.
Hier sieht man, wie der Karton für die Weichen gläsert wird. Aus einem Bogen wird die Ober- und Unterseite gemacht und es muss auch noch einmal umgedreht werden. Man sieht also, das ist keine Massenproduktion und die Preise hängen natürlich von den Mengen ab, die man dann bestellt. Ich schreibe euch mal die E-Mail-Adresse der Werbewerkstatt in die Beschreibung. Also wenn jemand Interesse hat, da einfach mal eine Mail hinschreiben und fragen, was, wie viel und sich abstimmen. Ich habe sicherheitshalber das Video als Werbevideo gekennzeichnet, aber ich bin nicht in der CDU.